Sie, wie man den Hitler diagnostiziert und los wird. Es ist furchtbar wichtig, dass Sie das verstehen, weil ich habe vor einem Jahr aus Dankbarkeit zu diesem geizigen Mann bin ich zurückgekehrt nach Hawaii, ging ins Gefängnis und habe der Gefängnisdirektion gefragt, ob ich jedem Gefangenen sein Black Penny finden darf, sein schwarzes Kaninchen. Weil es kein einziger Mensch ist in einem Gefängnis, wenn es nicht um eine schwarze Hasengeschichte, symbolisch gesprochen, ginge. Und das hat man mir erlaubt. Und letzten Januar war ich wieder in diesem Gefängnis. Und dann hat mich ein älterer Mann gefragt, haben Sie keine Angst, mit so Kriminellen da eingesperrt zu sitzen? Habe ich gesagt, wenn Sie kriminell sind, bin ich eben auch kriminell. Und habe ihnen dann diese Geschichte erzählt. Und am Schluss ist ein ganz junger Mann aufgesprungen, hatte noch nicht mal einen Bart, das könnte mein Sohn sein. Und ich habe geglaubt, dass er eine Epilepsie hat und wollte ihn halten. Und er hat mich ganz schnell gestoppt und hat gesagt, wenn Sie uns anrühren, dürfen Sie nicht mehr hierher kommen. Und hat dann erklärt, warum er so aus seiner Haut gesprungen ist. Es kam ihm ganz plötzlich in den Sinn, warum er im Gefängnis war. Er hat gesagt, als er 14,5 Jahre alt war, hatte er plötzlich das Gefühl, er muss sofort nach Hause gehen. Das kommt vom intuitiven Quadranten. Und er hat dieser inneren Stimme gehorcht, ging nach Hause, sah seinen Vater ganz, wie sagt man, dem Aschgrau, in der Stube sitzen, ganz allein. Und hat gesagt, er hat etwas gemacht, das er überhaupt noch nie gemacht hat. Er hat sich einfach auf diesen Sofa gesetzt und seinen sehr geliebten Vater in die Arme genommen und saß so einige Zeit mit ihm. Und dann hat er ganz plötzlich gemerkt, dass sein Vater gar nicht mehr atmet. Und er hat gesagt, das war ein so schönes Erlebnis, dass er niemanden rufen musste, dass er gar nichts gemacht hat, als er hat einfach seinen toten Vater in den Arm gehalten. Und dann nach einiger Zeit kam die Großmutter herein, hat ihn angebrüllt und hat ihn blamiert, dass er die Ursache des frühen Todes von ihrem Sohn war. Und der junge Mann im Gefängnis hat gesagt, wissen Sie, das war für mich ein so heiliger Moment, dass ich nicht darauf reagieren wollte und ich habe das heruntergeschluckt. 3 Tage lang hat er das heruntergeschluckt, bis am Tag der Beerdigung hat diese Frau wieder explodiert und hat dann vor der ganzen Verwandtschaft und der ganzen Gemeinde wieder diesen jungen Mann blamiert über den Tod ihres Sohnes, weil die immer, immer furchtbar neidig waren, sehr viel Konkurrenz. Und dieser junge Mann hat gesagt, ich habe es wieder runtergeschluckt, weil ich die Beerdigung nicht entheiligen wollte. 2,5 Jahre später hat man diesen jungen Mann gesehen vor einem Lebensmittelgeschäft, hat lange, lange gewartet, hat niemand angerührt, es gingen viele, viele Frauen mit vollen Tragtaschen raus, bis eine ganz alte, hässlich aussehende Frau an ihm vorbeiging und dieser junge Mann hat eine Pistole an die Schläfe, wie sagt man, gelegt und hat sie ganz lange durchgehalten und ganz plötzlich hat er diese Frau angeschaut und gesagt, oh mein Gott, was mache ich auch? Hat sich entschuldigt bei dieser alten Frau, die Waffe fallen lassen, man hat ihn dann natürlich gefunden. Und dieser junge Mann ist jetzt 20 Jahre im Gefängnis. 20 Jahre. Verstehen Sie, warum ich das erwähne? Es ist ein Segen, dass ich diesen geizigen Mann zur rechten Zeit getroffen habe. Wenn Sie in ein Krankenzimmer gehen und Sie jemand furchtbar aufregt, wenn eine Patientin Sie als Schwester, wie sagt man dem, die Wände raufbringt, wenn jemand ständig läutet, wenn jemand nicht auf sie hören will,
wenn jemand sie abweist, wenn sie helfen wollen. Und sie reagieren mehr als 15 Sekunden. Nehmen Sie sich die Zeit, selber zurückzudenken. Wer hat das angefangen? In Ihrem früheren Leben, in Ihrer Jugendzeit, und werden Sie es los, dann können Sie nach 18 Stunden im Tag, 7 Tage in der Woche arbeiten und es wird Sie niemand mehr aufregen. Wenn Sie jemand ablehnt oder böse macht, dann wird es Ihnen so gehen wie mir mit diesem geizigen Mann, dass man ihm eines Tages Danke sagen kann. Und so diagnostizieren wir in unseren Workshops unsere unerledigten Geschäfte für Ärzte, für Krankenschwestern, für Seelsorger und auch für Sterbende und hoffen, dass viele, viele Menschen lernen, wie man das macht. Weil wenn sie keine unerledigten Geschäfte haben, werden sie eben wieder in Harmonie kommen zwischen dem körperlichen, emotionellen, intellektuellen und intuitiven Quadranten. Unsere Probleme in der Medizin sind ja auch Probleme unserer eigenen Angst. Wenn wir wirklich auf den intuitiven Quadranten hören würden von unseren Patienten, würden wir die symbolische Sprache brauchen, die die Kinder brauchen, wenn die Zeichnungen machen. Wenn man eine spontane Zeichnung macht, erhält man Auskunft von einem 4-, 5-, 6-jährigen Kind, was es weiß über seine Krankheit, über den kommenden Tod. Und wenn das stimmt von sterbenden Kindern, muss es natürlich auch wahr sein bei Erwachsenen. Und wir sind jetzt so weit, wenigstens in Amerika, an verschiedenen Orten, nachdem Ärzte unseren Workshop besucht haben, haben Sie den Mut, auch diese Methode bei Ihren Kranken anzuwenden. Und ich will Ihnen mein Lieblingsbeispiel geben. Da war ein Onkologe, ein Krebsspezialist in unserem Workshop, hat gelernt, dass die spontane Zeichnung ihr inneres Wissen zeigt von den Kranken. Und hat jetzt, sobald er eine Diagnose von Krebs zum Beispiel bestätigt, statt dass er sagt, wir operieren am Montag oder wir empfehlen Chemotherapie oder Bestrahlung, bevor er diese Entscheidung fällt, was die beste Behandlungsmöglichkeit ist, fragt er die Patienten ganz einfach, eine Zeichnung zu machen. Dann bekommt er schon einen Eindruck, was für ein Mensch das ist. Nicht körperlich, aber sonst. Und dann fragt er sie um eine Zeichnung, sie sollen sich ihre Krankheit vorstellen und alle ihre Behandlungsmöglichkeiten. Und mein schönster Fall war ein 45-jähriger Architekt, der wurde gefragt, seinen Krebs sich vorzustellen und hat dann einen großen Mann gezeichnet, ich mache jetzt nur einen großen Bauch, mit ganz riesengroßen Krebszellen, die hat er so als konzentrische rote Kreise gesehen. Dass sein ganzer Körper war voller Krebs. Rot ist die Farbe der Gefahr. Und dann hat er ihn gefragt, ob er sich die Chemotherapie, das war die Behandlung der Wahl, vorstellen könnte. Und er hat gesagt, ja. Und hat das dann so gezeichnet, dass er schwarze Pfeile auf die Krebszellen losging. Aber das Komische an der Zeichnung war, dass alle schwarzen Pfeile an jeder Krebszelle abprallen. Wenn Sie nichts verstehen von der Interpretation von Zeichnungen, hätten Sie das Gefühl, dass das ein guter Kandidat ist für Chemotherapie. Irgendwie innerlich, und zwar nicht vom Kopf her, vom intuitiven Quadranten her, weiß dieser Mensch, dass er die Chemotherapie ablehnen wird. Und die Frage ist natürlich, ob wir an so einen Blödsinn denken, glauben als Akademiker, oder ob wir demütig genug sind zu glauben, dass es eben doch viele Dinge gibt, die wir nicht verstehen und nicht kennen. Dieser Arzt glaubt, dass der Mensch eben viel mehr weiß, als er weiß im Kopf. Und ich habe dann diesen Kranken gesehen mit dieser Zeichnung und habe ihn gefragt, ja, was hat Ihnen denn Ihr Arzt gesagt von der Chemotherapie?
Und der Mann hat sofort gesagt, er hat mir erzählt, dass die Chemotherapie tötet meine Krebszellen. Ich habe sofort Ja gesagt und dann wurde sein Gesicht lang, emotioneller Quadrant reagiert. Dann wusste ich, dass ich irgendetwas nicht verstehe. Dann habe ich nochmals gefragt, was hat Ihnen denn Ihr Arzt gesagt? Und er sagt wieder, der Arzt sagt mir, dass die Chemotherapie tötet meine Krebszellen. Und ich habe gesagt, ja, aber. Dann hat er mich ganz kritisch angeschaut und gesagt, thou shalt not kill. Du sollst nicht töten. Und ich habe ein bisschen komisch reagiert. Ich habe gesagt, hä? Weil das ging ein bisschen zu weit für mich. Man reagiert natürlich immer, woher man selber kommt. Und dann hat er nochmals wiederholt, du sollst nicht töten. Und dann habe ich gesagt, nicht mal deine eigenen Krebszellen? Hat er gesagt, nein. Ich wurde als Quäker erzogen. Ein Quäker glaubt nicht ans Töten. Ich habe mir ganz lange überlegt, ob ich das machen kann. Und ich kann das nicht. Wenn Sie Ihren Mitmenschen oder Ihre Patienten bedingungslos lieben, nicht nur, wenn Sie Ihre eigenen Wünsche erfüllen, dann akzeptieren Sie das eben und respektieren das. Und da habe ich gar keine Mühe damit. Ich habe diesem Mann sogar gesagt, es wäre herrlich, wenn alle Menschen diese universellen Gesetze wieder respektieren würden. Aber dann muss ich eben auch meine Wünsche äußern und habe dann diesem Mann gesagt, ich habe auch Bedürfnisse und mein Bedürfnis als Ärztin ist, dass meine Kranken gesund werden. Tun Sie mir einen Gefallen. Gehen Sie nach Hause und studieren Sie, wie Sie diesen Krebs loswerden können. Verstehen Sie den sprachlichen Unterschied? Nicht umbringen, aber loswerden. Dann habe ich gesagt, ja, das muss ich mir jetzt überlegen. Dann nach einer Woche kam er wieder. Ich habe ihn gefragt, ob er sich vorstellen konnte, wie er ihn los wird. Und er hat gesagt, ja, vielleicht schon. Dann spreche ich nicht darüber. Ich frage diesen Mann einfach, ob er mir eine Zeichnung macht, damit es nicht von hier kommt, sondern von hier. Dann habe ich die schönste Zeichnung erhalten, die ich je erhalten habe von einem Patienten. Er hat wieder einen Mann gezeichnet mit einem großen Bauch. Diesmal keine Krebszellen mehr in dieser Form, aber der ganze Bauch war voller kleiner Zwerge. Ich zeichne jetzt nur einen, dass Sie das alles sehen. Der ganze Bauch war voller kleiner Zwerge, die da haben irgendetwas getragen. Und als ich das näher betrachtete, habe ich gesehen, dass alle kleinen Zwerge liebevoll eine Krebszelle davontragen. Liebevoll. Ich habe am gleichen Tag den Onkologen angerufen. Der Onkologe hat den gleichen Patienten mit dem gleichen Krebs die gleiche Chemotherapie gegeben. Und dieser Mann ist heute gesund. Verstehen Sie das Schöne an dieser Zusammenarbeit? Für mich ist das das Beispiel, was man bei uns holistische Medizin nennt. Holistische Medizin heißt, dass wir eben zusammen arbeiten, nicht das eine oder das andere, dass wir natürlich den Körper betreuen, aber dabei auch die Emotionen nicht vergessen, auch intelligent den Leuten Antwort geben und nicht glauben, dass wir die Antworten haben und die nichts wissen. Und wenn wir eben unsere eigenen unerledigten Geschäfte erledigen können und auch den Kranken helfen, die unerledigten Geschäfte zu erledigen, dann mit Hilfe vom intuitiven, spirituellen Quadranten können uns unsere Kranken sehr, sehr viel helfen. Und wenn Sie selber diesen Quadranten zur Verfügung haben, Sie selber, dann machen Sie sich keine Sorgen mehr, weil Sie dann wissen Sie immer, dass Sie am rechten Ort sind, zur rechten Zeit. Und dann lernen Sie auch viele Dinge, die man früher in der Kirche gelernt hat und die die Leute glauben hier, aber nicht wissen hier. Eines davon habe ich gelernt, dass wenn man etwas wirklich braucht, nicht will, aber braucht, muss man nur fragen und es kommt sofort. Verstehen Sie mein Deutsch? Ich spreche nie darüber auf Deutsch. Ich war zum Beispiel mal an einem Flugplatz
Nach 3 Tagen Ganztagsvorlesungen war ziemlich müde und heiser und musste am nächsten Tag ins Ausland reisen. Und dann warte ich sehnsüchtig auf mein Flugzeug, weil ich nur einen Tag zu Hause bin. Und ich musste nach Hause gehen. Und das Flugzeug war schon dort. Und gerade vor dem Einsteigen kam eine junge Frau, hat mich an der Bluse gezupft und hat gesagt, Dr. Kübler-Ross. Und ich wollte sagen, no, Mary Smith. Wissen Sie, man möchte einfach einmal Maria Schmidt sein, nicht Kübler-Ross. Und ich habe das aber nicht gesagt, aber das habe ich sagen wollen. Und die hat das sofort gemerkt und hat dann ganz verzweifelt gesagt, im Oktober haben wir einen 9-jährigen Jungen verloren an Krebs. 2 Wochen nach seiner Beerdigung hat man uns gesagt, dass unsere 11-jährige Tochter ganz voll Krebs ist. Wir können einfach es nicht mehr schaffen. Wir können sie nicht mal mehr anschauen. Wir können nicht in ihr Schlafzimmer gehen. Es ist uns einfach zu viel. Jetzt verlieren wir in 6 Monaten alle unsere Kinder an Krebs. In 6 Monaten. Das ist unser letztes Kind. Und was sie natürlich sagte, es ist nicht nur eine oberflächliche Frage, sondern wir brauchen wirklich Hilfe. Und ich wollte diesen Leuten helfen. Aber man hat eben auch Grenzen. Man muss auch zwischen einmal einen Tag nach Hause gehen können. Und in meiner Verzweiflung habe ich gedacht zu mir, und ich habe das nur gedacht, oh my God, if I only had 1 hour. Right here, right now. Das heißt so, oh mein Gott, wenn ich nur 1 Stunde jetzt hätte, gerade hier, gerade jetzt. Das heißt natürlich, dann könnte ich beides tun. Und ich habe den Gedanken fertig gemacht. Und vielleicht 2 oder 3 Sekunden später kommt der Lautsprecher und sagt, Flug Nummer 83 ist 1 Stunde verspätet. Und ich mache, das ist auch symbolisch nonverbale Sprache. Ich übertreibe nicht, aber wenn Sie so leben, dass Sie immer machen, was richtig ist für Sie, nicht um anderen Menschen Eindruck zu machen oder zu gefallen. Verstehen Sie, wie ich das meine? Wenn Sie auf Ihre eigene innere Stimme hören, dann kann es Ihnen gar nicht schlecht gehen. Ich möchte furchtbar gerne wissen, wie viele Leute in diesem Hörsaal genau das machen, was sie lieben. Können Sie die Hand aufstrecken? Wie viele machen ganz genau, beruflich und persönlich, was sie am liebsten machen möchten? Wenn sie es nicht tun, wechseln sie ihren Beruf. Ich bin ganz überzeugt, dass für sie das Sterben ein ganz traumhaft schönes Erlebnis wäre. Wie es für alle meine Kranken ist, die gelebt haben. Fast alle meine Kranken sagen, ich habe mir ein Leben verdient, aber ich habe nie gelebt. Ich wurde das und das, weil meine Eltern wollten, dass ich das werde. Ich wäre doch so gerne Sängerin geworden. Die sollen auch spät im Alter noch das machen, was sie machen wollten. Viele Menschen in Amerika, vielleicht hier weniger, sagen, ich habe mir ein gutes Leben verdient, ich habe meine Kinder durch sehr gute Schulen gebracht, ein schönes Haus gebaut, schönes Auto, aber ich habe mir gar nie Zeit genommen, meine Kinder wirklich kennenzulernen. Und dann sind sie plötzlich im Krankenhaus und am Sterben. Und vielleicht werden sie noch einmal entlassen. Und dann endlich nehmen sie sich Zeit, die Kinder kennenzulernen. Und das sind, was wir nennen, the moments. Am Ende ihres Lebens erinnern sie sich an 2 Dinge. Das eine sind die Momente, wo sie einen Mensch bedingungslos lieb gehabt hat. Das kann eine Großmutter sein, die sie in die Arme nahm, als sie nach Hause kamen, mit einem zerrissenen Hose und einer Schnuddernase und sie trotzdem in die Arme genommen hat. Und das andere sind die Windstürme ihres Lebens, die schweren Momente,
wo sie ein Kind verlieren, wo sie blind werden, wo sie sich mit einer Lähmung abfinden müssen, wo jemand, den sie furchtbar gern gehabt haben, sie verlässt. Und 10, 20, 30, 50 Jahre später oder spätestens auf ihrem Totenbett, wenn sie sich Zeit nehmen, zurückzudenken über ihr Leben, merken sie, dass es die Windstürme des Lebens waren, die ihnen die Wurzeln gegeben haben und die ihnen helfen zum Wachsen. Ich wünsche also allen Leuten nicht ein gutes Leben, sondern ein Leben voller Windstürme. Aber auch Menschen, die dann da sind und sie im Sterben nicht verlassen. Menschen, die da sind und in der letzten Phase nicht sie in ein Krankenhaus bringen. Menschen, die sie lieb genug haben, um Nein, Danke zu sagen, wenn jemand noch etwas tun will, um ihr Leben zu verlängern. Es ist die Qualität des Lebens, nicht die Quantität des Lebens, die später zählt. Wenn Sie Kinder mit den Kindern die Windstürme ihres Lebens teilen und sie nicht zu einer Tante schicken, wenn Sie an die Beerdigung und ins Krankenhaus und ins Altersheim und überall hin mitnehmen, wo eben das Leben nicht so einfach ist, dann werden diese Kinder groß werden und keine Angst haben vor den Windstürmen des Lebens. Ich vergleiche das in Amerika natürlich immer mit der Schweiz. Ich vergleiche das immer mit einer Bergföhre, die dem Sturm und dem Schnee und den Lawinen ausgesetzt sind. Die ertragen alles später. Im Vergleich zu einer, wie sagt man dem, Grünhauspflanze, Treibhauspflanze, wo man immer bei konstanter Temperatur und Licht und alles mögliche Künstliche großgezogen wird und dann eines Tages bricht ein Fenster und die kommen an die Kälte und die machen, schaffen es nicht. Für mich ist die Schweiz ein Land von Föhren. Aber sie sollten dann auch nicht so hart werden, dass sie nicht merken, dass es eben auch Grünhauspflanzen gibt. Ich hoffe, dass wir jetzt noch ein bisschen Zeit haben, Fragen zu beantworten. Wollen Sie sich 2, 3 Minuten lang strecken? Wollen Sie sich strecken vor den Fragen? Bewegen. Wenn man es schon abnehmen. Ich glaube, wir sind beeindruckt vom Leben, von den Erfahrungen von Frau Elisabeth Kübler. Und wir sind beeindruckt davon, wie sie uns dieses Leben und ihre Erfahrungen erzählt haben. Wir können nicht alle danken. Dürfen wir einfach einen Vertreter von uns allen holen, um ihnen einen ganz kleinen Dank für diesen Vortrag zu geben. Diejenigen, die nicht in diesem großen Saal sind, können nicht direkt Fragen stellen. Wir sind vorher, vor Beginn, schnell durch die anderen Säle gegangen und Frau Kübler hat sich vorgestellt. Sie hat auch gebeten, dass sie
Zettel auf Zetteln Ihre Fragen aufschreiben und Sie sind nun gerne bereit, Fragen aus diesem Saal zu beantworten oder Fragen von diesen Zetteln. Vielleicht reicht die Zeit nicht für alle Antworten, dann nehmen Sie sie vielleicht mit und überlegen Sie und werden Sie in einem folgenden Vortrag verwenden können. Darf ich Sie bitten, Fragen zu stellen? Darf ich es nochmal? Ich möchte gerne eine Art Hospizprogramm in Zürich mit aufbauen. Gibt es auch eine Möglichkeit von dem in der Schweiz? Ich hoffe, das nächste Jahr, wenn ich komme, dass Sie das erste Hospiz haben. Und ich helfe furchtbar gerne mit. Wer weiß nicht, was ein Hospiz ist? Ein Hospiz ist ein Spital und eine Gruppe von Menschen, die den Menschen helfen, die am Ende ihres Lebens sind und nicht weiter behandelt werden wollen. Aber mit Würde und Liebe und ohne Schmerzen leben wollen, bis sie sterben. Und zwar macht man alles mit Hausbesuchen. Bei uns macht man alles gratis, wenn möglich, dass arme Leute sich das auch leisten können. Und man hilft den Menschen körperlich, emotionell, intellektuell und spirituell mit Hausbesuchen. Und nur die Menschen, die eben nicht zu Hause gehalten werden können, und es gibt immer wieder Fälle, wo es einfach nicht möglich ist, kommen in ein Hospiz, wo diese Liebe gegeben wird, ohne den Wunsch, das Leben zu verlängern, wo dann wirklich nur auf die Qualität des Lebens drauf ankommt. Ich muss euch warnen, nicht amerikanisch zu werden. Letztes Jahr haben wir 100 Hospices in Kalifornien allein eröffnet. Und die kommen jetzt hervor wie Chicken Delights. Ich weiß nicht, ob man das kennt hier, wie ein Hamburger Stand. Und die Qualität ist furchtbar. Also macht lieber ein Hospiz in Bern, eins in Zürich, eins in Luzern, eins in Lugano. Aber nicht so viele, dass ihr anfängt, miteinander Konkurrenz zu machen. Und die Qualität hat nichts mehr zu tun mit dem Hospiz. Es ist ein großes Problem, das anzuschließen an einen schon existierenden Spital. Weil in einem schon existierenden Spital sind eben die Bürokratie, die Regulierungen, die Besuchszeiten, die Schmerzmittelverteilung sehr reguliert. Und für Pflegepersonal einmal so zu sein, und dann nachher wieder ganz anders. Das braucht unsägliche Großzügigkeit in der Schweiz. Nicht so einfach. Ach, bei uns nicht so einfach. Ich hoffe, das tönt nicht beleidigend. Aber das braucht eine unsägliche Anpassungsfähigkeit, wenn man hier beschränkt Mittel geben muss und dann auf der anderen Abteilung kann man generös alle 4 Stunden ein Schmerzmittel geben, wenn der Kranke noch keine Schmerzen hat. Das braucht eine ganz spezielle Ausbildung von Personal. Und ich glaube, wenn das separiert wird, ist das hier wahrscheinlich weniger schwierig. Das ist meine persönliche Auffassung. Wir machen beides übrigens in Amerika. Und es kommt ja nur auf die Liebe an. Danke. Ansicht über den Freitod eines aussichtslos Kranken, das heißt Suizid, oder? Das ist ganz total unnötig und es gibt ein universelles Gesetz, das heißt, du sollst nicht töten. Jemanden umbringen, auch mit der Entschuldigung, dass man ihn vom Leiden erlöst, heißt einfach, dass sie zu wenig Wissen haben,
wie man den Menschen hilft am Ende des Lebens. Wir haben in 20 Jahren nicht einen einzigen Menschen, danke, nicht einen einzigen Menschen gehabt, der sich umbringen lassen wollte. Die meisten Menschen wollen nicht so leben, wie man sie leben lässt in den Spitälern, dass sie eben einfach zu viel Schmerzen haben und dass sie so lange warten müssen, bis sie wieder eine Spritze bekommen. Und dann rufen sie der Schwester und dann endlich kommt eine Schwester mit der Spritze hinter dem Rücken und sagt, können Sie es noch 20 Minuten aushalten? Ja, möchten Sie so leben? Das ist doch nicht Leben. Das ist eben die Kunst der Sterbehilfe, dass man das orale Mittel gibt. Und ich betone, dass es nicht das englische, die englische Promptenmixtur, die illegal ist, sondern ganz legale Mixtur, die nichts zu tun hat mit dem, was gibt man, Kokain in England, glaube ich. Wir brauchen jetzt das ganz einfache Morphium-Elixier. Sirup geben das alle 4 Stunden. Der einzige Nachteil ist, dass sie die Leute nachts wecken müssen, um ihnen das Mittel zu geben, damit der Blutspiegel immer gleich hoch bleibt. Da ist die Totalmenge, die sie brauchen, viel weniger, weil die Leute gar nicht mehr Angst haben, ihre Würde zu verlieren oder betteln müssen, um etwas für die Schmerzen zu bekommen. Und natürlich wird das bei jedem Einzelnen titriert. Wenn jemand sich das Leben nehmen will, müssen Sie fragen, warum ist die Qualität des Lebens so furchtbar, dass Sie nicht bis am Ende das schaffen können mit Liebe und mit guter Hilfe. Und ich bin furchtbar stolz, dass wir in 20 Jahren nicht einen einzigen Selbstmord hatten. Und das kommt nur auf die Pflege an, bin ich überzeugt. Wie begleitet man einen Menschen, der an nichts glauben kann? Ich habe viele, viele Tausende von Menschen begleitet, die an nichts glauben. Das Einzige, was sie sagen können, wenn sie den Übergang machen, sind die so glücklich überrascht. Was halten Sie von den Menschen, von den neuesten Kunstherzoperationen in den USA? Man muss den Menschen freie Wahl geben. Ich möchte, wenn ich ein Kind hätte mit einem Herzdefekt, möchte ich nichts anderes als den besten Herzchirurgen, damit mein Kind eine Chance hat zu leben. Wenn ich aber eine liebe Person habe, die Krebs hat und ihr unerledigte Geschäfte erledigt hat, dann möchte ich keinen Arzt mehr, dann möchte ich sie nach Hause nehmen und lieb haben und nicht mehr das Leben weiter verlängern. Verstehen Sie meine Antwort? Es braucht Ärzte, die operieren. Es braucht Ärzte, die Genie sind in Transplantaten. Das hat vielen, vielen Kindern mit den Nierentransplantaten schon geholfen. Es gibt Momente, wo ich jede Maschine brauchen würde. Wenn ein junger, gesunder Mensch einen Motorrad- oder Radunfall hat, würde ich alles versuchen, um diesen Menschen wieder funktionsfähig zu machen. Aber ich finde es kriminell, wenn man einen Krebskranken, der endlich stirbt und im Frieden stirbt, dann nochmal die Resuscitation wieder versucht, wieder zu beleben. Das braucht einfach ein inneres Wissen, wann es richtig ist und wann es nicht richtig ist. In den nächsten paar Jahren werden wir Ärzte ausbilden, dass sie Dinge sehen können, die sie jetzt noch nicht sehen, dass sie Dinge wissen, an die sie jetzt noch nicht glauben. Und wir werden auch Kurse geben über die unterschiedlichen Energien, die körperliche, die psychische und die seelische Energie. Wenn man Leben nach dem Tod studiert und den Unterschied weiß zwischen Real und Reality, wie sagt man denn? Wirklich und Wirklichkeit, ich glaube, heißt, ist vielleicht nicht dasselbe. Dann werden Sie sehen, dass man auch Menschen wie Karen Quinlan, an die sich vielleicht viele noch erinnern, die ist nur noch ganz kurz steinhart, hat überhaupt keine Hirnfunktionen mehr, liegt schon 7 Jahre in einem Altersheim hinter verschlossenen Türen mit den Vorhängen gezogen, damit die
newspaper people, die Leute von den Zeitungen, klettern aufs Dach im nächsten Haus, um mit Teleskopen sie zu fotografieren für ein bisschen Sensation. Die haben einen Wächter vor der Türe, 7 Jahre lang. Wenn sie mit solchen Menschen, die im Koma sind, wirklich kommunizieren können, nicht vom intellektuellen Quadranten, aber von hier, dann werden sie sehen, dass diese Menschen meistens aus ihrem Körper sind, dass sie jedes Wort verstehen und dass sie dann den Eltern helfen können, mit diesen Menschen zu kommunizieren. Und das ist jetzt etwas, das wir anfangen, viel mehr Schwestern und Ärzten beizubringen, damit sie auch in einer Notfallstation, wenn ganz schwer Verletzte oder Selbstmordleute kommen, dass sie schon wissen, ob es noch einen Sinn hat, Maschinen anzuschließen und das Leben zu verlängern, oder ob sie wissen können, nicht nur glauben können, dass es fertig ist und dass sie den Menschen einen viel größeren Gefallen machen, sie gehen zu lassen, wie die Karen Quinlan. Ich spreche heute nicht viel oder vielleicht gar nichts über das Leben nach dem Tod, weil ich ja morgen ein 2-stündiges Interview mache mit Hans Küng. Und wir sprechen über gar nichts anderes als Leben nach dem Tod. Das können Sie dann zuhören am 2. Januar, am Radio oder am Fernsehen. Die Teilnahme an einem Workshop kann man sich anmelden bei Eva Bacher, 37 Grenzacherweg, Rien, Basel. Glauben Sie an ein Leben nach dem Tod? Da hast du mir schnell ab Wanderl geschrieben. Glauben Sie an ein Leben nach dem Tod? Nein. Ich glaube nicht an ein Leben nach dem Tod. Ich weiß es. Und für mich ist das ein Unterschied. Glauben und Wissen. Glauben Sie an Gott? Wenn das noch jemand fragt, dann hat er nicht zugehört. Ich glaube, ohne Gott könnte man ja nicht fragen um Hilfe und die Hilfe kommt. Ich glaube, sind fast alle Fragen nach dem Tod. Ist Ihnen gleich, wenn ich doch noch 10 Minuten über das spreche? Die Frage mit dem 18-jährigen Tetraplegiker, möchte ich sagen, dass Sie diesen 18-jährigen Tetraplegiker an meinen Workshop schicken soll, dann will er nicht mehr sterben. Wir haben einen im Mai in Agra und einen im Mai auf Deutsch in Österreich und 2 im März für Englischsprechende. Wenn Sie mit Sterbenden arbeiten, 20 Jahre lang, können Sie ja nicht ohne Fragen sein. Als wir nach einer, ich glaube, ich kann das schon so sagen, als nach einer Diagnose des Todes fragten, man hat ja keine genaue Definition des Todes. Und damals, als die ersten Nierentransplantate nach Amerika kamen, erinnere ich mich an Tage, wo wir 12 Elternpaar in einem Wartezimmer hatten und nur einem Kind das Leben schenken konnten mit einem Transplantat. Und den anderen mussten wir sagen, es tut uns leid. Und dann kamen die ersten Rechtsfälle, wo man uns angeklagt hat als Ärzte, dass wir jemandem eine Niere genommen haben, bevor sie tot waren. Und dann kamen Versicherungsfälle
Und aus der ganz schönen, geliebten Medizin wurde ein Beruf, wo man rechtliche, ethische, moralische, finanzielle, legale Fragen beantworten musste. Und ein Pfarrer und ich haben uns das lange, lange überlegt, wo das große Problem ist. Und das große Problem war damals, dass niemand eine ganz, ganz eindeutige Definition des Todes hatte. Und in meinem jugendlichen Enthusiasmus habe ich diesem Pfarrer versprochen, dass ich so lange am Leben bleibe, bis ich eine Definition des Todes habe. Und weil er Pfarrer war und ich war ein ganz furchtbar wishy-washy Protestant, das heißt so eine nicht furchtbar glaubende, typische Protestantin, habe ich den ein bisschen hochgenommen und habe ihm gesagt, du predigst die ganze Zeit auf deiner Kanzel, frag und es wird dir gegeben. Dann habe ich gesagt, jetzt frage ich. Und man macht immer so, als ob Gott da oben sitzen würde. Dann habe ich gesagt, jetzt frage ich, wie macht man Forschungsarbeit, um herauszufinden, was der Tod wirklich ist. Und in 5 Tagen hatte ich eine Antwort. Das hat sogar diesen Pfarrer bekehrt. Und seither haben wir 13 Jahre lang Forschungsarbeit gemacht auf diesem Gebiet. Und ich will Ihnen das nur ganz kurz zusammenfassen, weil ich es furchtbar wichtig finde, nicht nur, dass Sie wissen, dass der Tod nicht existiert, so wie wir ihn uns vorstellen, aber dass Sie auch wissen, dass ob Sie glauben oder nicht, Sie können das selber feststellen und selber bestätigen. Und ich war ein ganz großer Skeptiker und habe nichts geglaubt, dass man nicht wägen oder sehen oder bestätigen kann. Wenn ich mit ganz kleinen Kindern spreche, und das ist meine Hauptarbeit jetzt, mit kleinen sterbenden Kindern zu arbeiten, fragen die mich oft, wie es denn ist, wenn man stirbt. Und ich sage ihnen immer, das ist wie wenn ein Kokon sich öffnet und daraus herauskommt dieser Schmetterling. Und natürlich kommt diese symbolische Sprache von meinen ersten Erlebnissen im Konzentrationslager, wo überall in den hölzernen Baracken die Kinder mit Fingernägeln Schmetterlinge reingekratzt haben. In Majdanek war das ganze Konzentrationslager voller Schmetterlinge von kleinen Kindern reingekratzt. Damals wusste ich noch nicht, dass diese Kinder das alles wussten. Jetzt weiß ich es von meinen Sterbenden. Wenn sie das als ihren Körper betrachten, das ist ein ganz vorübergehendes Haus. Das ist die körperliche Energie. Wenn dieser Kokon so verletzt wird, dass er eben nicht mehr lebensfähig ist, ob das Selbstmord oder Mord oder plötzlicher Tod oder langsames Sterben ist, dann wird dieser Kokon eben ihr wirkliches Sie frei machen. Und das ist in der Kindersprache für mich der Schmetterling. In dieser zweiten Stufe sind sie also aus ihrem Körper getreten. Das macht man natürlich auch in anderen Zuständen, nicht nur beim Sterben. Aber wenn sie sterben, dann wird ihr wirkliches Sie, das ist ihr unsterblicher Teil, aus ihrem Körper treten. Und dann werden sie verschiedene Erlebnisse haben, die sie wissen müssen, weil sie dann viel weniger Probleme haben. In diesem Zustand in Ihrem Körper brauchen Sie Bewusstsein, Consciousness. Bewusstsein zu haben, braucht ein funktionierendes Hirn. Wenn Sie austreten, haben Sie alle Awareness. Wie sagt man denn? Erfahrung. Wahrnehmung. Sie wissen alles und Sie haben keine Lebenszeichen mehr. Sie haben keinen Puls, keine Atmung und in sehr vielen Fällen auch keine EEG, keine Hirnwellen mehr. In diesem Zustand, wenn Sie im Moment Ihres Todes aus Ihrem Körper treten, werden Sie das Auto sehen, das den Unfall verursacht hat? Sie werden vielleicht die Blowtorches sehen, wie man Ihren Körper aus dem
und von lauter heraus schmelzen muss, die Schmelz. Es haben uns sogar Leute schon gesagt, was für eine Autonummer ein Auto hatte, das die Junge, wie sagen wir denn, Flucht, Autoflucht. Sie nehmen alles wahr, ohne dass sie körperliche Lebenszeichen haben. Sie wissen genau, dass man ganz fanatisch versucht, ihr Leben wieder, ihre Lebenszeichen zurückzubringen. Wie sagt man Resuscitation? Wieder Lebensversuche. Die Patienten sagen ihnen, wie viele Ärzte, wie viele Schwestern, wer alles da war. Die erzählen sogar Geschichten, die sie sich erzählen, zu einer Zeit, wo sie überhaupt keine Körperfunktion messbar haben. Das glaubt natürlich ein Wissenschaftler nicht. Aber das kann er gut beweisen, wenn er nicht Angst hat vor dieser Wahrheit. Mal in diesem Zustand weiß man auch, dass man wieder ganz ist. Sie können ein amputiertes Bein auf der Straße sehen, ihr eigenes amputiertes Bein. Sie haben beide Beine. Sie können mit Multipler Sklerose im Rollstuhl gelebt haben, jahrelang. Vielleicht konnten sie nicht mehr sehen oder hören oder sprechen. Das Erste, was meine Patienten sagen, jetzt habe ich wieder endlich einmal tanzen und singen können. Ja, wie beweisen Sie so etwas? Der Professor Amsler, mein alter Lehrer, hätte Freude, wenn er wüsste, dass ich von all dem, was ich von ihm gelernt habe, kam mir zuallererst in den Sinn, wenn das wahr ist, muss ich ja gar nichts anderes tun als Blinde nehmen. Und weil ich ein skeptischer Wissenschaftlerin bin, habe ich nur Blinde genommen, die keine Lichtperzeption haben, 10 Jahre oder mehr. Das war mein Kriterium. Und wenn die das Erlebnis haben, kann ihnen jeder Blinde sagen, was für ein Kleid sie tragen, was für Schmuck sie tragen, Schlismi-Muster, Farben, Hut, Fingerring, alles. Und das kann man ja nicht heucheln, kann man ja nicht vormachen. In diesem Zustand sind sie wieder ganz, meine kleinen Kinder haben ihre goldenen blonden Haare wieder, wenn sie die Haare verloren haben durch die Chemotherapie. Wenn sie eine Brust operiert haben, haben sie ihre Brust wieder. Sie sind einfach ganz, sie aber in ihrem perfekten Zustand. Das ist ein vorübergehender Zustand. In dieser zweiten Stufe, das ist körperliche Energie, psychische Energie, seelische Energie. In dieser zweiten Stufe werden Sie auch merken, dass kein einziger Mensch allein sterben kann. Man kann jemanden in einer Kapsel auf den Mond schicken und das verpassen und der kreist ein Weltall herum. Im Moment seines körperlichen Todes ist er nicht allein. Aus 3 Gründen. Der erste ist, wenn Sie aus Ihrem Körper treten, sind Sie in einer Existenz, wo es weder Zeit noch Raum gibt. Weil das sind ja menschliche Phänomene. Da können Sie bei jedem Menschen sein auf dieser Erde mit der Geschwindigkeit Ihres Gedankens. Stirbt jemand in Vietnam, denkt an seine Mutter in Kalamazoo. Sobald er diesen Gedanken gehabt hat an die Mutter, wird er eben in diesem Zustand natürlich bei der Mutter sein. Stirbt Ihnen jemand in einer Lawine und denken an die Familie, sind Sie eben mit der Familie. Verstehen Sie mein Deutsch? Der andere Grund, warum Sie nie allein sterben können, ist nicht nur, dass Sie wünschen können, mit wem Sie sind, aber auch all die Menschen, die Sie lieb gehabt haben und die vor Ihnen gestorben sind, werden dort sein und auf Sie warten. Und das glaubt natürlich ein skeptischer Wissenschaftler nicht. Und dann empfiehlt man den Leuten, wenn die es wirklich wissen wollen, sollen sie selber ihre Forschungsarbeit machen. Und das ist ganz einfach. Wir haben mit kleinen Kindern gearbeitet, die in Familienunfällen ganz schwer verletzt wurden, wo viele Mitglieder ihrer eigenen Familie gestorben sind, weil sie ganz klein sind, weil sie schwer verletzt sind und auch weil Leute das nicht gerne tun, sagt man diesen Kindern nicht, wer tot ist vom Unfall her. Und ganz kurz bevor diese Kinder sterben, setze ich mich zu diesen Kindern und da gibt es einen Moment der Klarheit und ich weiß nicht, wie man das erklären kann besser,
Aber wenn Sie sehr viel Schmerzen hatten, sind Sie schmerzfrei. Wenn Sie in einem Koma, sagen wir dem so, waren, werden Sie plötzlich wieder wach. Und viele Leute glauben, ja, jetzt werden Sie dann doch noch gesund. Und das ist aber sehr oft, bevor Sie sterben. Und in diesem Zeitpunkt setze ich mich zu den jüngsten Kindern, weil ich denen besser traue, weil die noch keine Bücher gelesen haben darüber. Und dann frage ich nur, ob sie mir ihre Erlebnisse mitteilen können. Und dann sagen sie in ganz großer Ruhe, es ist jetzt alles gut, Mami und der Peter warten schon auf mich. Verstehen Sie das? Die sagen nie einen falschen Namen. In 13 Jahren hat mich kein einziges Kind jemand genannt, der nicht vor ihnen gestorben ist. Und zwar hunderte von diesen Kindern hatten keine Ahnung intellektuell. Niemand hat das denen gesagt. Einmal hatte ich ein Kind, der hat gesagt, die Mutti und der Peter warten schon auf mich. Und der Peter war nicht tot, der wurde auf eine Brand, aus einer Brandstation gebracht. Aber ich muss ja nur das aufnehmen, ich kann ja da nicht widersprechen. Und dann ging ich an der Krankenstation vorbei, kam ein Anruf, Frau Dr. Ross, wir wollten Ihnen nur sagen, dass der Peter vor 10 Minuten an seinen Brandwunden gestorben ist. Und der einzige Fehler, den ich machte, ich habe gesagt, ja, ich weiß es schon. Und die glauben, dass sie schon ein bisschen so ist. Viele Leute sagen, sind Sie psychisch? Sie sind alle psychisch. Das ist nicht etwas Komisches. Jeder Mensch hat diese zwei Energien. Die meisten missbrauchen sie und deshalb hat es so einen schlechten Namen. Wenn Sie mal ihr Wiederzusammentreffen erlebt haben, natürlich werden Sie die abholen, die Sie am meisten lieb gehabt haben, dann kommt erst der Moment des Todes. Das sind alles todesnahe Erlebnisse, noch kein Beweis. Todesnahe Erlebnisse gehen bis hierher. Wenn Sie mal Ihre Zusammenkunft gehabt haben und wissen, dass das nur ein ganz kleiner Teil Ihres wirklichen Lebens, Ihres ganzen Lebens ist, dann gehen Sie durch einen Übergang, ein Tunnel, eine Brücke. Mein Erlebnis war ein Schweizer Pass mit Alpenblumen natürlich, weil für mich das der Himmel bedeutet. Jeder bekommt kulturell, das ganz kulturell unterschiedlich. Tunnel, Brücke, Tor, Bergpass, je nachdem, was für Sie ein Übergang bedeutet. Und am Ende dieses Tunnels oder Pass oder Brücke kommt ein ganz großes Licht. Und in der Gegenwart von diesem ganz großen Licht, das die Menschen, die nennen das Jesus oder Gott oder Liebe oder Love oder Licht, das sind die vier häufigsten Namen. In der Gegenwart von diesem Licht erleben sie Dinge, die man gar nicht in Worte ausdrücken kann. Jeder Mensch, der das einmal erlebt hat, der dieses Licht einmal ganz kurz gesehen hat, wird nie mehr Angst haben vor dem Tod. Viele Leute möchten nicht mehr zurückkehren. Wenn Sie nur ein Near-Death, ein todesnahes Erlebnis hatten, dürfen Sie nur einen ganz kleinen Blick darauf werfen und müssen zurück. Wenn Sie sterben, und das ist die Definition des Todes, das wir jetzt versuchen zu fotografieren, um das auch wissenschaftlich ganz genau zu bestimmen, dann wird diese Verbindung zwischen dem Kokon und dem Schmetterling unterbrochen, ähnlich wie eine Nabelschnur. Und in diesem Moment gibt es kein Zurück mehr. Dann machen Sie diesen Übergang in die dritte Stufe von körperlicher, psychischer zur seelischen Energie. Und hier hat man dann alles Wissen. Alles Wissen ist ein großer Unterschied zur Wahrnehmung und zum Bewusstsein, weil in der Gegenwart von dieser absolut bedingungslosen Liebe müssen Sie alles wiederholen, was Sie gedacht,
gesagt und getan haben in diesem Leben. Viele, die trinken, sagen ihnen, ein Teil des Lebens geht an ihnen vorbei. Das geht aber rückwärts, nur um sie daran zu erinnern, dass sie 100% auf ihr eigenes Leben verantwortlich sind. Das ist so ein Geschenk. Wenn man nach dem Tod dasselbe erlebt, muss man sein Leben vom Anfang an, vom ersten Tag an bis zum Moment des Todes noch einmal betrachten. Und weil sie alles Wissen haben, merken sie dann meistens zu spät, dass unser Leben gar nichts anderes ist als eine Schule, wo sie bestimmte Prüfungen überstehen müssen, wo sie bestimmte Dinge lernen müssen. Und dass das Leben, der Wert ihres eigenen persönlichen Lebens, gar nichts anderes ist als die Konsequenzen jeder Wahl, die sie jeden Tag treffen. Sie werden revidieren, nochmal anschauen, nicht nur ihre Taten, aber auch ihre Worte und auch ihre Gedanken, weil sich die meisten Menschen nicht bewusst sind. Und das kann man jetzt schon fotografieren, wie sehr die Gedanken von Menschen sie und ihr Leben und auch andere beeinflussen. Es ist also wichtig, gerade jetzt vor Weihnachten vielleicht eine gute Gelegenheit, einmal Rückschau zu halten, warum sie Menschen Weihnachtsgeschenke geben. Je größer das Weihnachtsgeschenk, desto größer vielleicht das Negative. Dem Chef geben Sie immer das größte Geschenk. Fragen Sie sich ehrlich, warum. Fragen Sie sich ehrlich an dieser Weihnachtszeit, warum Sie mit Ihrer Schwiegermutter schon 10 Jahre lang keinen Kontakt mehr haben. Ist 10 Jahre Strafe genug, dass Sie nicht einverstanden waren mit der Wahl Ihres Sohnes? Verstehen Sie, was ich meine? Es gibt ein ganz schönes Gedicht und dann will ich abschließen. Und ich versuche das auf Deutsch zu sagen. Es gibt so viele alte Leute hier in der Schweiz, die nie Liebe und Blumen bekommen. Und wenn die sterben, sind so viele Blumen auf dem Sarg. Fragen Sie sich, warum Sie nicht ein bisschen Blumen bringen können während des Jahres. Da müssen Sie nicht mal an die Beerdigung gehen. Eine junge Frau schrieb ein Gedicht und übersetzt heißt das ungefähr. Weißt du noch, wie ich unbedingt auf diesen Tanz gehen wollte mit dir? Du wolltest nicht gehen, aber ich habe dich gezwungen. Du kamst, ich habe dir vergessen, dass es ganz formell war. Und du kamst in Blue Jeans. Ich habe gedacht, du bringst mich um. Aber das hast du nicht gemacht. Weißt du noch, wie ich an den Strand gehen wollte, ans Meer? Du wolltest zu Hause bleiben. Du hast genau gesagt, es wird den ganzen Tag regnen. Wir sind trotzdem gegangen. Es hat den ganzen Tag geregnet. Ich habe gedacht, dass du das mir wirklich vorwirfst. Das hast du aber nicht gemacht. Erinnerst du dich noch daran, wie ich dich furchtbar eifersüchtig machen wollte, indem ich mit deinem Freund ausgegangen bin? Ich war überzeugt, dass du mich jetzt verlassen wirst. Das hast du nicht gemacht. Ich wollte dir das alles sagen, wenn du nach Hause kommst von Vietnam. Aber das hast du nicht gemacht. Ich hoffe, dass sie diese Weihnachtszeit ein bisschen daran denken und vielleicht Frieden machen mit jemandem, mit dem sie schon lange nicht mehr gesprochen haben. Und ich habe auch noch einen Wunsch, weil in Amerika sind niemand Schweizer Weihnachtslieder. Würden Sie mir Ode Fröhliche singen? Danke. Vielen Dank.